Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Videotutorial. Diesmal geht es um den Zeilenabstand. Ja, um den Zeilenabstand entsprechend zu verändern, müssen wir hier im Bereich Absatz, hier auf diese Schaltfläche Zeilen- und Absatzabstand draufklicken. Hier kann man dann schon, wenn man mit der Maus drüber fährt, sehen, wie sich das für diesen Absatz auswirkt. Jetzt den Zeilenabstand zweifach hernehmen, habe ich hier praktisch immer eine Leerzeile dazwischen. Allerdings kann ich hier jetzt nichts reinschreiben. Hier gibt es noch weitere Einstellungen beim Zeilenabstandsoptionen. Man hat ja hier einmal den Zeilenabstand und dann den Abstand vor und nach der Zeile. Also, das heißt, ich gehe mal auf den mittleren Absatz, dass ich die Auswirkungen auch richtig abbildet. Wenn ich jetzt hier sage Abstand davor und Abstand danach, dann ist es praktisch dieser Bereich, der hier in dem Bereich und hier unten diesen Abstand, den ich hier gerade eingestellt habe, dann bekommen hat. Also oben 12 Punkte Abstand und unten 18 Punkte. Ich kann jetzt hier noch den Zeileneinzug entsprechend verändern. Rechts und links. Ich habe hier noch einen Sondereinzug. Erste Zeile hängend. Das heißt, die rückt sich weiter ein oder dann, ich könnte sagen, hängend. Das wäre dann umgedreht. Das heißt, die erste Zeile ist weiter heraus und die nachfolgenden ordnen sich darunter. Und das mache ich mal nochmal rückgängig. Und das auf ohne. Und hier stellen wir das Ganze wieder auf 0 Punkte zurück. Und hier gibt es noch etwas. Ich könnte auch sagen genau. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, den Zeilenabstand punktgenau einzustellen. Also wieder hier der einfache Abstand. Und hier haben wir einen Abstand von 16 Punkten. Ich kann das aber auch erhöhen auf 26, dann sieht das Ganze so aus.